Servus, Leute, heute gibt es Unboxing einmal, mal von einer anderen Perspektive. Jetzt bin ich auf meinem Tisch, weil die Deko hinten steht. Ja, heute packen wir eine Box aus, zwar die Dream Büchelkühl Dream Box, Fanbox also, von Musiker Dream. Hier der Hintergrund, zeitlich noch mit der Audio hier, Audio, mit dem Bild hier, Bayern Go Heim. Noch hier das. Da habt ihr noch das seitliche Bild. Da habt ihr noch das obere Bild. So. Wenn ich mir gedacht hätte, wenn ich den Künstler her, mache ich Unboxing drauf, hätte ich mir gedacht. So. Sagen, ui, mach mal die Box nicht auf. Ah, so sehen wir vorne. Falls ich es eigentlich mal schon gezeigt habe. Oh. Als erstes. Ein T-Shirt, wie es ausschaut. Und das hätte. Schauen wir mal das T-Shirt an. Bisschen schön Cream. Schaut. Hier ist schlicht, einfach schlichte Schwarz T-Shirt. Ist okay, kann man tragen. Also mit 3 mm mit dem Etikett. Das nehmen wir auf die Seite, würde ich sagen. So. Der nächste Boxinhalt. Ein Sticker oder wie ist das auch? Das ist hundertprozentiger Sticker. Nur das ist ein Sticker. Da. Cream. Ich tippe mal, das ist der von 3er BMW. Tippe ich jetzt mal so ganz schlicht gesagt. Ja, das ist 3er BMW. Ein Sticker davon. Von Dream. Mit einem Pulli lebenslang. Der Pulli ist geil, also. Ein Weiz in der Hand. Das hat schon was. Oh. Natürlich ein Poster ist dabei. Die meisten dabei ist jetzt nicht so mein Fall, aber kann man haben. Da, ja, das ist von Musikvideo 3 BMW. Also. Ja, wieder grinst so. Ich bin voll fett mit Mamas. Da ist halt auch Dream mit seinem blau-weißen Bandana, was für natürlich Bayern steht. Bayerische Form. Ah, sicher ist das so. Also. Und jetzt, um die Tieren anschauen. Schauen wir uns das die CD an. Schauen wir uns das die CD an. Da. Hauptsache ist die CD, wie im Albumcover oben auch ist. Das ist die CD hier. Mit den Hits Intro, Hey Puppe, Adler, München oder Roti. Nichts zu finden ist auch gut, habe ich schon rein gehört. Aber Afterparty ist auch so geil. So einer meiner Lieblingssongs ist zum Beispiel MP3, weil ich ihn relativ geil finde. Guck mal auf mein Live, auch geil. Also, ah, hier ist noch ein Sticker. Den hat es irgendwie reingeschoben in die Coverbox. Mit Büchelkühl Intro. Hier habt ihr den Sticker. Jo, jo. Ist da noch irgendwo ein Sticker drin? Lol, da sind ja noch mehr Sticker drin. Warte, aber zuerst. Da habt ihr die CD. Büchelkühl. Und Cream. Einfach eine schlichte mit dem Ausdruck drauf. Und hinten halt nichts. Ja, gut. Nein, da ist nichts mehr drin. Da ist der. Boah. Büchelkühl. Mit seinem Face drauf, mit Dreams and Face. Die Sticker sind ganz relativ lustig und cool. Ach, also muss man sagen. Zack. Das ist halt die CD. Und falls ihr wissen wollt, beim Adler, bei der Nummer 10, beim Adler im Song, da tut der Vater von Dream die Refrain singen. Also, hört auch gerne mal rein auf YouTube. Link ist in der Videobeschreibung. Dann zum letzten kommen wir jetzt noch. Das sind diese Teile hier. Was ist das wohl? Was glaubt ihr? Ich will es nicht aufmachen, aber. Das sind natürlich Luftballons, ganz klar, mit so jugendfreundlich bleiben. Luftballons. Die was vielleicht schützen sind. Luftballons, die auch schützen sind. Erklären wir uns so, das ist am besten wahrscheinlich. Aber Luftballons. Ich würde sagen, warte mal, ich muss nochmal alles zusammenlegen. So. So. Das haben wir. So. Ein T-Shirt. Das ist da. Das ich mal da höher. Und ein Poster haben wir da jetzt noch. So, das ist so die Ausbeute.
Finde ich ganz okay. Dass ich zahle, glaube ich, 40 Euro so was. Finde ich ganz okay. Also ist wie schon mal eine Standardbox, finde ich okay für sein Album so. Für das nicht so bekannt ist, finde ich ganz okay. Also und ich hoffe, dass ich bald auf ein Konzert von ihm beweisen darf, Stuttgart oder so. Mal schauen, vielleicht bin ich dort. Also würde mich freuen, wenn ihr jetzt in die Kommentare schreibt, wie ihr die Box findet, ob ihr schon die Lieder gehört habt und wie ihr die Lieder findet. Und sagen, lasse ich jetzt los. Habt gerne mal wieder vorbei und sagt ciao, Leute!